Frau, passend zum Start der GTX 660 Ti gibt es heute eine neue Spycam in der Barry White Edition. Deshalb, weil meine Stimme heute etwas tief ist. Jedenfalls haben wir heute ein paar neue Grafikkarten für euch. Das ist hier die Standardausgabe. Neben mir steht noch der Raft. Den seht ihr jetzt gerade nicht. Der hat, na, die Füße seht ihr zumindest. Der erzählt jetzt gleich noch ein bisschen mehr dazu, weil meine Stimme ist etwas angeschlagen. Also, Raff, wir haben ja die EVGA. Ja, also kurz zusammenfassend, wir haben 5 Karten da von der 660 Ti und es handelt sich eigentlich allesamt um, man kann sagen, um 670 Karten, die etwas abgespeckt wurden. Mhm. Die EVGA-Karte, die wir gerade gesehen haben, das ist quasi eine GTX 670 mit etwas weniger Speicher. Man sieht hier, fehlen 2 Chips. Mhm. Wobei das ja nicht ganz korrekt ist, weil alle diese Grafikkarten haben 2 GB, aber ein abgespecktes Speicherinterface bedeutet eine geringere Datentransferrate. Äußert sich das dann sehr stark in Spielen oder? Also der Chip ist ja der gleiche Takt, gleiche Shaderanzahl, 13440. Wir haben gemessen Unterschiede zwischen also 15 und schlimmstenfalls 30%. Es macht sich vor allem bemerkbar, wenn der Speicher eben gefordert wird. Aber wir haben ja auch schon irgendwelche Custom Designs hier, wie ich da gerade schon sehe. Genau, zu sehen ist gerade die MSI Power Edition. Das ist, wie gesagt, vergleichbar mit der 670 Power Edition. Die hat einen Chiptakt von 1019. Ja. Nvidia sieht 915 vor, also schon ganz nette Übertaktung. Da unten noch von Asus, die hat, ich meine, auch irgendwas um 1050 rum sogar. 1058, meine ich. Muss ich mal nachgucken. Mal einen mächtigen Kühler her. Ja, auch da sieht äußerlich von oben genauso aus wie diese 70 Dial CU. Und nebendran ist noch die EVGA super clocked. Das können wir ja mal zeigen. Das ist wenig spektakulär, ein sehr kurzes PCB, 17,3 cm, wie bei der 70. Ja. Und Version mit 3 GB sollen dann aber auch noch kommen. Genau. Und 1,5er vielleicht auch. Und mal schauen, ob die sich dann leistungsmäßig woanders einordnen. Okay, alles andere erfahrt ihr natürlich wie immer in unserem Online-Test oder in der nächsten PC Games Hardware 10, die in der ersten Septemberwoche pünktlich im Handel liegt und für Abonnenten sogar noch viel früher kommt. Bis dann. Tschüss.